«Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.» «Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 27. August 2021. Ihr hört die «Geek Talk Daily 1071». Heute mit den folgenden Themen. «YouTube Music», «Stadia Pro», «News Partner Programm, «Foldable», «Google Home» und «Yappini». Ich beginne gleich mit dem ersten Thema. Ein Ding, das eigentlich unmöglich ist bei einer großen Bude wie Google. Mögt ihr euch erinnern, als man damals YouTube, nee, falsch, wie hieß es? Google Music abgestellt hat und in Aussicht gestellt hat, dass irgendwie bis Ende Jahr dann dieses YouTube Music auch eben für die anderen Plattformen kommen wird. Ja, das dauert. Endlich ist es jetzt, also auf Smartphones und so haben wir es ja mittlerweile schon seit ein paar Monaten, aber jetzt endlich ist es auch auf Wear OS eingetroffen. Aber nicht auf irgendwelchen allen Geräten, vor allem die, die schon seit Jahren Wear OS nutzen, schauen wieder mal in die Röhre. Es kommt nämlich exklusiv und das für eine Smartwatch aus dem Hause Samsung. Die erste, die mit Wear OS 3 vorgestellt wurde, die Samsung Galaxy Watch und das Hässliche an der ganzen Geschichte ist, dass genau das Teil, das aktuell Lieferschwierigkeiten hat. Das heißt also, die neueste Software kommt exklusiv für Geräte, die aktuell gar nicht verfügbar sind. Oder nur knapp. Oder wie auch immer. Es ist einfach immer wieder ein Trauerspiel, würde ich doch behaupten, liebes YouTube, Google, Music, was auch immer es dann schlussendlich ist. Neuigkeiten gibt's aber und das sind erfreuliche. Es ist ein neuer Monat, der kommen wird und somit heißt es auch wieder neue Spiele. Neben dem, dass die Xbox zum Beispiel auch heute seine neuesten Spiele bekannt gegeben hat, dessen Namen ich jetzt hier nicht entziffern kann, weil alles so klein ist, aber es geht ja eigentlich auch um Google Stadia. Da kann man nämlich spielen und zwar, jetzt ist auch die Liste verschwunden. Ich liebe es: Watch Dogs Legends, Little Big Workshop, Witch Queen, äh, Wave Break und Darksiders in der zweiten Version. Wer also da ein Abo hat, unbedingt klicken und sich die ganzen Spiele sichern. Ich erinnere mich gerade, ich sollte vielleicht noch die vom August mir kurz klicken, dass die dann nicht verloren gehen, wenn der neue Monat dann bricht. Weiter geht's mit Apple und die haben ein neues News Partner Programm angekündigt. Das soll unter anderem Journalisten helfen, mir Content zu verkaufen über die Apple Plattform, über Apple News Plus. Dabei wurde angekündigt, dass zum einen die Provisionen, die an Apple weitergereicht werden müssen, bei 15% starten und auch da bleiben. Nicht wie sonst vielfach bei Apple Geschichten 30%. Das ist natürlich angenehm und nimmt dem Ganzen ein bisschen Wind aus dem Segel, würde ich sagen. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, Werbung über die Plattform zu transformieren in Richtung des Kunden. Und da soll das Verlagshaus oder die Verlagshäuser, dann 100% des Geldes der Einnahmen bekommen. Ich bin mal gespannt, wer da drauf aufspringt und seine Geschichten darüber vertreibt. Ich nehme mal nicht an, dass das Blogger auch können. Weiter geht es mit Samsung. Irgendwie hatten wir die heute schon mal. Ich glaube, genau. Jetzt war aber mit was Erfreulichem. Das eine können Sie nicht liefern, die Watch. Deshalb macht man wahrscheinlich aktuell auch gerade viel Aufruhr um das, was man liefern kann. Aber auch da wird's knapp. Nicht, weil. Geräte nicht da sind, sondern weil es die Kunden ihnen aus den Händen reißen. Anscheinend ist seit der Vorstellung, also zwischen dem 17. und 23. August, über 920 Vorbestellungen eingetroffen für das Galaxy Z Fold 3 sowie das Galaxy Z Flip 3. Damit übertreffen sie die Vorjahresresultate der, 20, also der Note 20er Serie um 30% und der S21er Serie sogar um 80%. Laut Samsung ist also ein großer Hype auf club smartphones und somit eben werden die aktuell auch eher geringer und man sollte sich beeilen, wenn man dann doch auch noch eins haben möchte. Ja, weiter geht es mit Verzögerung und zwar nicht in der Lieferkette, sondern eine gewollte in Smart-Home-Geschichten. Vor allem, wenn man Automationen sein eigen nennen möchte oder sich aneignen möchte, dann will man gewisse Dinge, die sofort passieren sollen und dann gibt es auch Dinge, die auf andere Dinge warten sollen, also gewisse quasi eine kleine Verzögerung mit einbauen. Laut einem Reddit Street Threads sind aktuell ähm, bei gewissen Nutzern von Google Home eben genau solche aufgetaucht. Aktuell nur mit einer Minute, also ab einer Minute plus. Da bin ich gespannt, wenn dann auch äh, vielleicht Sekunden möglich sind oder mehrere Sekunden und solche Geschichten, wenn man das Ganze ein bisschen individualisieren kann. Zu guter Letzt gibt es eine Neuigkeit vom schweizer Fintech-Anbieter Yapil, äh, die eben Yapster hat. Deren Kunden werden so genannt. Die bringen jetzt ein Japini-Konto auf den Markt. Und was könnte das sein? Äh, der Name verrät sicherlich dem einen oder anderen, der einen oder anderen. Ja, es ist eine Kindergeschichte, also Kinderkonto, was Eltern innerhalb von wenigen Sekunden einrichten können für ihre Kleinen. Die Grundvoraussetzung ist dafür eines der beiden kostenpflichtigen Abos, die man haben muss, also Kontopflege. Und ansonsten ist es so in etwa wie Revolut Junior. Wer sich da ein bisschen einlesen möchte, Link zu beiden ist in den Show Notes mit drin verbaut zum Anklicken auf daily.geeko.ch oder natürlich auch in eurem Podcatcher der Wahl. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten und somit auch mit der heutigen Sendung, besser der gesagt der dieswöchigen Woche. Sagt man das so? Einfach mit der Woche, sagt man es so. Und ja, wenn ihr mögt, gerne nächste Woche wieder. In dem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.